Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ihr seht schon, unsere Maschinerie läuft gerade nicht so wirklich. Hier ist gerade auch Ruhe, es ist relativ still. Hier läuft es noch, natürlich die Dieselproduktion scheint natürlich wieder im vollen Gange zu sein. Unsere Tanks sind auch immer schön, werden immer schön und voller. Mir wurde außerdem die Info gegeben, dass das hier noch nicht so ganz effizient ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Info. Ich habe mir den Link, den man mir geschickt hat, schon angeschaut. Und ich werde da wahrscheinlich noch ein, zwei Umbauten vornehmen. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz für die Optimierung, die ich am Ende durchnehmen will. Und vor allem würde ich dafür gerne die andere Turbine haben wollen, die wir... Wo war sie denn? Jetzt bin ich gerade lost. Wo ist sie denn? Nee, die müsste hier drin sein, ne? Die hier. Energieerzeugung 3. Und dann kriegen wir eine Niedrigdruckturbine, die mit den niedrigen Druck arbeiten kann. Bedeutet, man kann dazu die... den Druck, den man rauskriegt, verwenden, um die nochmal anzutreiben. Was natürlich noch effizienter wird. Und den Dampf, den man dort rauskriegt, den Dampf drucklos, den können wir dann in den Kühlturm hier einfügen und dadurch wieder Wasser erzeugen. Das ist im Grunde dann der geschlossene Zyklus. Aber fürs Erste, klar, es ist nicht wirklich effizient, vor allem, weil ich den ganzen Dampf einfach in die Luft pumpe, anstatt wieder zurück ins System, was um einiges schlauer wäre. Aber ich will damit jetzt aktuell warten. Was? Oh, ihr seid fertig? Cool. Das bedeutet, wir können jetzt viel machen. So, als Erstes gehen wir unseren Holzlieferanten mal die Info. Ey, es gibt wieder was zu holen. Schmacko, fahrt zu. Die sollten ja gleich wie bekloppt losfahren. Wo sind sie denn? Da fahren sie schon. Habt ihr noch LKWs, die zu euch gehören? Ja, jeweils einen aktuell. Gut, dann würde ich gerne schauen, dass wir hier eine Verbindung vielleicht irgendwie runterkriegen zu dem Wasser. Oder können wir die einfach bauen? Wir werden es sehen. Mit euch schauen wir noch, was wir machen. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier eine Wasserpumpe einbaue. Ah, wir könnten hier oben Lager. Backopf. Schau mal. Wir brauchen jetzt erst einfach mal nur eine Wasserpumpe. Eine simple Wasserpumpe sollte reichen. Mehr will ich und brauche ich nicht. So. Damit schießen wir jetzt hier rüber. Und dann müssen wir hier hinten runterkommen. Ist leider kein leichtes Terrain, aber wir kriegen das schon hin. Und da sind wir auch schon unten. Aber ich hätte gerne, dass wir das aufs Maximum erhöhen. Und dann führen wir das direkt mal nach ganz vorne. So weit vor, wie wir aktuell benötigen. Das ist natürlich wahrscheinlich eine unserer teuersten Leitungen. Oh ja. Aber die wird sich auch lohnen. Die Pumpe haut jetzt hier schön rein. Jetzt warten wir, bis die Leitung fertig ist. Dann kann die erstmal die Leitung auffüllen. Ah, die gibt hier nichts rein, ne?
Da war was. So. Solange man natürlich nichts hat, gibt die auch nichts her. Jetzt schließen wir natürlich die einzelnen Teile an. Zack. Und ich darf natürlich nicht vergessen, dass die hier vorne auch Wasser wollen. Habe ich natürlich nicht vergessen. Zack. Und zack. Dann ist das schon mal automatisiert und sollte so klappen. Jetzt müssen die das Ganze noch anschließen, aber der Vorteil ist natürlich, solange hier schon Wasser mal fließt, kann das Ganze automatisiert laufen, so ein bisschen. Hier ist ja schon kein Wasser. Wegen Wassermangel fällt gerade was aus und pipapo. Das ist natürlich nicht gut. Aber dann machen wir es halt so, dann kriegen die hier oben noch eine Pumpe dran. Aktuell können wir uns das leisten. Das jetzt einfach so machen und sagen... Ah, nee, warte mal, das machen wir jetzt anders. Wir platzieren dich jetzt einfach 1, 2 weiter draußen. Und schließen dann das, die Rohrleitung an. Wir können es uns sogar leisten, einfach zu sagen, up, baue ich. Instant. Und schon läuft das Rohr hier langsam voller. Und jetzt werden hier die Tanks hoffentlich dann langsam aufgefüllt. Das wäre natürlich sehr schön. Und was ich ja mittlerweile erfahren habe, starke Auslastung. Ja, es ist jetzt problematisch. Jetzt aktuell scheinen die relativ viel zu tun haben. Die neue Kohlemine natürlich ist auch so noch was dazu. Muss auch mal gucken, was sie. Hier muss noch einiges bearbeitet werden. Noch einiges bearbeitet werden. Aber das wird schon dann noch passen. Immerhin ist es noch die Kohlemine, die wir kennen. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. Aber wenn wir es hier sehen, hier haben wir bald eine schöne Energieplattform auf jeden Fall. Sie sind immer noch. Ne, jetzt geht's wieder. Kleiner Bagger hat kein Ziel. Müssen wir hier irgendwo noch hingraben aktuell? Also wäre natürlich cool, schon mal höher zu gehen, ne? Und halt rein theoretisch die anderen Gebiete zu erschließen irgendwie. Vielleicht machen wir das. Oder nee, warte mal, wir geben ihm jetzt erstmal noch den Auftrag, den ich ihm ursprünglich gegeben habe, die andere Seite noch ein bisschen zu säubern. Dann hast du nicht einfach hier diese schöne, simple Straße. Okay, sie nehmen jetzt noch die schöne zweite Route, den zweiten Highway. Aber wenn du hier eine Route hast, dann bist du halt natürlich hier auch schön dran, ne? Das ist jetzt halt reiner Zufall, dieser extra Abweg. Also zum Beispiel auch eine Überlegung ist, das hier zu erschließen und darüber den Bereich hier noch, dass wir halt überall hinkommen. Einfach. Und schlussendlich auch zum Gold. Und
so, jetzt arbeitet sich jetzt schon in der Erde lang. Aber wir müssen halt ein bisschen abgraben, um zu sehen, wo sind die Grenzen. Konnte nicht alle... Oh, jetzt ist das Weizenlager voll. Ich glaube, wir müssen das Ganze einmal kopieren. Und dann genau so ansetzen. Damit sich hier einfach noch mehr bewegt. Hier brauchen wir dann ein flaches Förderband. So. Vorteil ist, wir können uns das nochmal anschauen. Man kann es ja da draußen Dünger machen. Du kannst ja aus Weizen auch Tierfutter machen. Und aus Tierfutter kann Kompost entstehen. Und aus Kompost und Wasser wird künstlicher Dünger. Bedeutet, was wir jetzt hier machen, wir reißen mal das ganze Stück hier ab. Und das auf Schnellverfahren bitte. Oder wenn ihr das schnell schafft, dann schnell. Denn ich will hier noch eine Schütte aufstellen. Also hier sollen ein paar davon hinkommen als Zwischenlager. Da kommt eine kleine Verarbeitungsstätte rein, die das in Tierfutter verwandelt. Hier noch nicht mehr. Oh, das passt so gut. Das muss man ja quasi machen. Scheiß drauf, ob das jetzt mehr kostet oder nicht, aber es passt so gut. Mach das schnell so per Hand. Achso, das Stück sollte man vielleicht auch machen, ne? So, jetzt hat... Nehmen wir uns hier noch so eine schöne Betonmischer. Und setzen den hier zwischen. Brauche ich hier Wasser für? Ne, brauche ich nur Weizen für. Gut. Dann schnappe ich mir ein bisschen was von dem Material. Kapp das nach hier ab. Und schließe das dann hier an. Wenn ich das mache und das schnell liefere, ihm dann sagen, verarbeite Weizen. Ich denke nicht, dass wir so relativ gut auf Zack bleiben können mit unseren Ressourcen. Schau mal, wie schnell der arbeitet. Hört er eigentlich auf? Der braucht dafür nicht mal lange. Und dann ist es relativ easy. Dann braucht man einen Rückweg für das Tierfutter. Was sich dann nach da hinten bewegt. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Aus Tierfutter macht er Kompost. Ich würde es nicht gerne hier hinten gleich irgendwie verarbeiten noch. So. Also habe ich so viel Lager oder was? Kann ich den rein theoretisch auch ausbremsen ein bisschen? So, lass auch noch schnell liefern. Oh, eine schnell nach da vorne. Aktuell scheinen die echt alle stark ausgelastet zu sein. Wie schaut es mit der Mine aus? Relativ gut, außer dass Eisen fehlt. Kupfer ist auch wie bekloppt am
verarbeitet werden. Kohle kommt langsam nach. Es scheint so, als ob sie Produktion voll gemacht hätten. Ist natürlich super. Dann können wir die jetzt in Ruhe arbeiten lassen, weil dann wird sich das eh nachher selber wieder auffüllen. So wie wir das brauchen. Ah, von Routen auch schon 300, ja, das ist doch... Also besser geht's ja quasi nicht, ne? So. Dir stellen wir jetzt einen Mach aus Tierfutter Kompost. Da braucht er lustigerweise wieder länger. Ich hätte echt gedacht, da wäre er schneller. Dann lass uns das mal anders überlegen. Aber dich stoppen wir auch nochmal kurz. Warte mal. Aus. Das lösen wir jetzt anders. Es ist ja nicht schlau, das dann so zu speichern. Haben wir keine Kipppunkte mehr, oder was? So. Das ist Wahnsinn, das haben sie auch schon wieder voll gemacht. So. Kann ich fast einen Burgfried draus bauen. So, was jetzt mein Plan ist. Erstmal die zwei abreißen. Dann hier nochmal einen anderen Weg überlegen. Ich überlege gerade, ob wir das nach hier draußen verlegen. Was vielleicht gar nicht doof ist. Richtung ändern. Richtung ändern, Richtung ändern. So. Dann können wir den hinten anschließen. Dann höchstens ein kleines Schüttgutlager. Und dann bauen wir das hier auf. Und ihr werdet dann auch sehen, wieso. Und zwar können wir dann hier das Ganze nach... Entschuldigung, Leute. Auf jeden Fall können wir das dann hier alles schön in einem Raum sozusagen hier einmal verarbeiten und wieder zurück hier lagen, damit es hier hinten in den Düngerbereich reinkommt einfach. Und ich glaube, das ist gar nicht blöd, wenn wir das hier machen. Vor allem könnten wir, wenn es funktioniert, wie ich es denke... Kannst du es dann über die Anlagen drüber schicken? Und das wäre im Grunde der Plan. Das Ganze hier. Schön drüber schicken, damit wir das dann hier unten anschließen können. So. Dann können wir die Lager nicht nachher umräumen. Dann tun wir jetzt danach hier die Mische auf. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann die Düngerproduktion mal anregen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. We'll be right back.